trotz aller Anstrengungen der Organisatoren, die Rallye Dakar so sicher wie möglich zu machen, bleibt es natürlich ein gefährliches Rennen. Der tragische Tod einer Zuschauerin diesen Samstag hat das wieder bewiesen. Die Rennstrecke führt oft durch Dörfer und da ist es natürlich nahezu unmöglich, solchen Unfällen vorzubeugen, auch wenn alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Wir haben zwei Koordinierungsposten hier auf dem Dakar. Den PCO, den Sie direkt hinter mir sehen und wo 18 Personen Tag und Nacht daran arbeiten, um die Koordination zwischen unseren Hilfskräften und den lokalen Sicherheitskräften, die uns hier in Südamerika sehr zahlreich unterstützen, zu gewähren. Dann ist noch ein Koordinierungsposten in Paris, der alle Hilferufe zentralisiert, die vom Eritrek, mit dem alle Teilnehmer ausgestattet sind, gesendet werden. Dieses Gerät sendet uns alle 5 Minuten Informationen über die Position der jeweiligen Teilnehmer. Es erlaubt uns auch, mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten und von ihnen kontaktiert zu werden. Vier Hubschrauber, 50 Ärzte und ein mobiles Feldlazarett sind bei der Rallye Dakar dabei. Und dazu ist noch die gesamte Strecke abgesteckt. Die gesamte Strecke wurde natürlich von den Sicherheitskräften erkundet. Und für die Zuschauer wurden spezielle Zonen eingerichtet, wo sie die Rallye Dakar in größtmöglicher Sicherheit verfolgen können. Gleichzeitig führen wir noch eine Informationskampagne, um die Zuschauer auf die Gefahren hinzuweisen. Seit Wochen schon wird diese Kampagne im Fernsehen, im Radio und in der Presse geführt, damit die lokale Bevölkerung über die Risiken eines solchen Rennens informiert wird. Sie haben es verstanden. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt die Rallye Dakar eine gefährliche Sache. Es heißt also aufgepasst am Straßenrand.